Hallo meine kleinen Zuckersterne, ich freue mich natürlich, dass ihr da seid. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag, ein geiles Wochenende und das alles natürlich. Punkt Nummer 1, wir spielen Ultra Z. Ultra Z. Das zweite ist, das heißt, wir spielen Z auf maximale Cooldown Reduction. Machen wir, testen wir. Natürlich werden die Z-Menschen sagen, ja, aber Tobi, du hast gar nicht das Talent mit der Energie. So ist das Leben. Ich habe das Talent nicht. Ich habe keine zusätzliche Energie dabei. Ist so. Aber dafür können wir richtig oft ulten. Wir haben Cooldown Reaction per Level. Wir haben 5%. Wir haben diese Rune. Und das alles. Punkt Nummer 2. Es gibt wieder ein neues Turnier. Diesen Sonntag. Link packe ich unten in die Beschreibung, wenn ich es nicht vergesse. Ansonsten sagt Tobi, du hast es vergessen. Einfach in den Kommentar rein. Also, ja. Ich werde ein neues Turnier. Dieses Mal Top Lane. Es gibt diesmal sogar einen cooleren Skin. Diesmal gibt es nämlich Odyssey K6. Tatsächlich, also den Champion, den Skin und ein Chroma obendrauf. Ein Grün, den Influencer-Chroma. Und ja, das heißt, es gibt bestimmte Regeln, nicht alle Champs sind erlaubt, aber die meisten. So diese ganzen Prügel-Champs. Das heißt, keine so unbedingt diese tankigen, so Mundo nicht und Mauka und sowas, aber dafür Prügeln. Fiora, Jax, Rengar, Renekton und der ganze Quatsch halt. Ja, das heißt, wenn ihr Bock habt, meldet euch an. Das Turnier ist am Sonntag Oh lol, ist das neu, dieser fette gelbe Balken? Das ist neu, oder? Das ist um 10.30 Uhr, das Turnier, wenn ich mich recht entsinne, ja. Um 10 Uhr Check-In, also ihr müsst euch anmelden und um 10 Uhr müsst ihr sagen, hey, ich bin da, müsst ihr Check-In machen. Hier, nimm das. Oh, nice, getroffen. Okay. Und ja, es gab letztes Mal, wie gesagt, haben aber Tobi, das ist ein bisschen wenig so. Ja, also kann jeder für sich entscheiden. Wenn du selber sagst, ja, das ist mir als Preis zu wenig, dann machst du halt nicht mit. Aber Leute, ich will mal nur sagen, ich habe damals beim Beachvolleyball-Turnier mitgemacht. Ja, in echtem Leben, nicht online. Einfach für nichts. Es gab überhaupt nichts als Belohnung. Gar nichts. Wisst ihr, warum ich mitgemacht habe? Weil ich Spaß dran hatte. Ne, weil ich so dachte, ja, hey, cool, lass doch mitmachen. Ist doch cool. Ist doch eine richtig coole Aktion. Lass mitmachen. Ne? Leute, wir sind in einer Gesellschaft, wo man immer für alles etwas möchte, ne? Wo kommen wir denn dahin? Ne? Wo kommen wir da hin? So, okay. Genug gequatscht. Wir reden jetzt über das Game. Also, wir spielen Z. Wir haben jetzt nicht die allergeilsten Runen im Second Baum. Müssen wir einfach mal ehrlich sagen. Hier, nimm das. Oh, shit. Also, das ist ein bisschen gefährlich, aber ich probier's. Jetzt macht der... Okay, gib. Also, wir haben natürlich jetzt hier keinen Damage oder so. Wir haben ein bisschen mehr CDR. Ist jetzt nicht ultra geil, weil wir eh keine Energie haben. Aber es ist okay. Wollen wir mal gucken. Im Jungle haben die Zion, okay. Die haben ein sehr tankiges Team. Black Cleaver wird also sehr wichtig sein. Ansonsten, Brand hat Ignite und Face Rush. Der ist also maximal killbar. Shit, meine Qs sind noch nicht so richtig maximal killbar. Den können wir auf jeden Fall getten, wenn ich ein bisschen besser meine Qs lande. Aber auch hier muss man sagen, Zed ist natürlich sehr, sagen wir mal, du kannst immer safe farmen, ne? Das ist natürlich gar kein Problem. So, den kriegen wir noch. So, lass mal gucken, wie viel Pots hat. Oh, der hat Keks auch noch dabei. Das heißt, Regeneration hat der ordentlich. Wir müssen gucken, da kommt. Jetzt mal eine Doppel-Triple-Electrocute-Combo, Leute. Das wird was. Jetzt. Oh, Schädel-Mede. Ah, naja, ist okay. Ich habe Ignite bekommen, würde sagen. Ich würde ihn auch gleich töten können, tatsächlich. Ja, jetzt wird es ein bisschen enger. Das Feuer hätte ich nicht mehr einsammeln sollen. Und er hat also noch 1000 Rack. Ich habe mich da gerade auf den Kill gesehen, ehrlich gesagt. Aber, ja, ich glaube... Naja, wir haben noch Ignite. Er nicht, aber... Selbst wenn ich ihn töte, würde ich dabei vermutlich sterben. Man könnte natürlich auch ganken. Vielleicht kriegen wir aber doch was raus. Boah, das ist aber auch greedy, Leute. Aber ein Mann ist ein Mann. Oh, er hat auch Scorch. Boah, eine Feuerwalze und ich bin tot. Hier, gank. Oh Mann, ich würde ihn echt gerne töten, aber... Schwierig. Aber das ist gut an Zed, ne? Deswegen hasse ich Zed. Du kannst ihn einfach auf Nexus-Zed spielen. Stehst einfach hier hinten und farms. Ne, kriegst du noch eine Kanone, kriegst noch... Okay, den kriegen... Oh, ist gar nicht so schlecht. Wenn ich jetzt nicht sterbe, vorausgesetzt. Wo sind die Gangs? Ja, ich muss jetzt, glaube ich, shoppen. Guck mal hier, kriegen noch den. Ne, das hasse ich richtig an Zed. Dieses Nexus-Zed spielen. Einfach hinten stehen. Ich kann da echt nichts machen. Also, ich appreciate, aber ich kann da nichts machen. Ich bin noch froh, wenn ich den Minion hier bekomme und die zwei. Bin ein bisschen... Aber wir haben... Eigentlich war es nicht... Oh, okay, den... Doch, den kriegen wir. Eigentlich war es aber nicht so schlecht, weil wir haben Flash bekommen und Ignite. Beides raus, wobei Ignite bald wieder ready ist. Jetzt gehen wir shoppen und dann töten wir ihn. Das ist der Plan. Das ist der Plan. Hätte man definitiv ein bisschen anders spielen können, hätte ich ihn bestimmt auch killen können. Wir könnten auch mal wieder Tiamat-Zed spielen. Wäre auch mal cool. Ich habe damals richtig oft und gerne Tiamat-Zed gespielt. War cool. Ich fand's cool.
Der Grund war aber der, dass damals die Ultimate echt schwach war irgendwie. Weil du konntest die Ultimate von Zed mit QSS wegmachen und jeder hatte QSS. Und ja, man, irgendwie ohne Ult konntest du niemanden mehr töten. Stundenglas war hier, war überall. Ist ja immer noch so. Und der Tiamat gibt dir halt noch ein bisschen Power neben der Ultimate. Ja, ich habe ein bisschen mehr CS als er, das ist ganz cool. Und ja, man muss natürlich fairerweise sagen, er war 100-mal gankbar. Hätte ich ihn gank bekommen, wäre er 1000-mal gestorben. Aber so ist das Leben, ne? Aber so ist das Leben. So, wir sind Level 6 und gehen jetzt schön Botlane Raum. Wir haben leider keine Schuhe, weil ich diese Kack-Schuh-Rune mitgenommen habe. Wollte noch Hexflash mitnehmen, wurde da nix. Vielleicht töten wir ihn. Was hat der an Items? Er hat gar nichts. Er ist Papier-Sion. Wenn er jetzt mich folgt, Chase, dann töte ich ihn vielleicht, Leute. Oder wir töten Lux. Ja, wir töten, glaube ich, Lux. Oder? Oder? Ah, shit. Aber ist gar nicht so schlecht, tatsächlich. Later. Later, der ist aus Papier. Das ist ein Papier-Sion. Der kann nichts. Later. Later. Das war schön, das war gut, das war schön, das war gut, das war okay. Ja, das war okay. Ja, das nehme ich an, das akzeptiere ich. Das nehme ich an, das akzeptiere ich. Sehr gut. So, gut, was kaufen wir? Also, wir wollen natürlich CDR, aber... Ja, jetzt sind wir mal ehrlich, unser Itembild ist relativ normal. Ne? Also, wir können das bauen, was wir Bock drauf haben. Naja, CDR, Yumus, Ghostblade und Draktar Blade und alles, ne? Wir haben halt noch keine Schuhe, aber die sind jetzt auf 10,30 reduziert, was, glaube ich, okay ist. Und dafür haben wir ziemlich viel Damage im Inventar. Richtig Prügel. Welchen Champion sollen wir als nächstes auf maximale CDR spielen? Vielleicht mal am besten einen Champion, den man normalerweise nicht auf CDR spielt. Weil, Leute, lasst uns honest sein. So ein Zed spielt sie eh meistens mit 30% oder so, ne? Vielleicht hast du dann nicht noch die Rune dabei und diese Rune. Gut, das machen wir jetzt. Aber, ne? Vielleicht, ich glaube, das nächste, was wir machen, ist Katarina. Weil Katarina spielt man normalerweise überhaupt gar nicht auf CDR. So gar keine. Vielleicht ein Stundenglas. Das ist alles. Und ich finde, das wäre vielleicht eine richtig coole Idee mal. Weil, klar, die Argumentation sagt, hey, deine Spells werden eh resettet. Du brauchst kein CDR, aber... Es hat einfach noch niemand auf diesem Kontinent ausprobiert. Und vielleicht ist es ja beyond broken. Ansonsten, wenn ihr coole andere Ideen habt zu CDR-Champs, gerne. So, wir haben natürlich keine Ult, wir können ihn erstmal ein bisschen poken, was nicht verkehrt ist. Na, so zum Beispiel. Und dann töten wir ihn gleich. Vielleicht brauchen wir Ignite dazu, aber er hat auch kein defensives Item, das ist gut. Dadurch, dass ich ihn gerade nicht gekillt habe, die Betonung liegt auf nicht, denkt er jetzt, er wäre cool. Er ist aber nicht cool. Ist er nicht. Und deswegen töten wir ihn gleich einfach. Die Frage ist, ob ich mir vorher ein Draktarblade kaufe und oder auf Ignite warte. Ich glaube, wir poken ihn vorher noch einmal. Ich meine, ich glaube, ich kann ihn einfach töten. Leute, lass ihn. Wir warten auf seinen. Wir laufen auf ihn zu und wenn er sein Spell macht, töten wir ihn. Das ist der Plan. Und jetzt macht er sein Spell und dann töten wir ihn. Mach. Pass auf, ich zeige euch einen anderen Plan. Wir machen so. Machen so. Warten, bis er was macht. Ah, okay, dann machen wir einfach so. Ja, dann warten wir einfach nochmal und er hat ein bisschen Schaden bekommen. Allerdings pottet er jetzt wieder. Jetzt könnten wir auch engagen, aber jetzt habe ich keine W. Ja, ich glaube, Leute, lasst mal eben Draktarblade fertig machen, weil, Mann, ich glaube, ich überschätze ihn gerade. Ich spiele zu wenig Zed, muss ich auch sagen. Aber, nee, den töte ich, Leute. Den töte ich jetzt. Der kann doch nichts. Was will der machen? Wir warten, bis er irgendwas... Ah, das war schon, aber jetzt, ich war leider nicht in Range. Und wieder nicht in Range. Aber er hat doch jetzt nichts mehr. Das reicht doch, komm. Boah! Komm noch mal in Range. Ja. Einer, Leute, deswegen Draktarblade oder Ignite warten. Aber, naja, ich habe halt nur eine Q rausbekommen, aber jetzt mal fairerweise ist auch echt schnell mit seinem Face Rush da und alles. Ich kann ihn aber immer noch töten, actually. Ah, ist aber auch ein bisschen, der muss mich nur stunnen. Okay, mutige Ultimate. Irgendwie hat der, ich komme nicht so richtig an ihn ran, ist das Problem. Also, beziehungsweise er macht immer seine Sachen aus 12 Kilometer Reichweite. Ich weiß nicht. Okay, machen wir im Draktarblade fertig. Und ich glaube, das Problem, was wir haben, ist, dass wir einfach keine Schuhe haben, Leute. Lasst uns ehrlich sein. Mit Schuhen wäre das hier anders gelaufen. Deswegen diese Rune finde ich auch einfach nicht gut, diese Schuhrune. Zumindest nicht für Assassins. Wenn man eh in der Mitte bleiben will, ist das fein und nicht fighten will, so eine Orianna oder so. Aber für ein Zed ist diese Rune, glaube ich, nicht geil. Ich habe sie halt genommen, weil, ja, was sollte ich nehmen? Kekse geben die Energie wieder? Weiß ich nicht, aber sie erhöhen auf jeden Fall nicht die Energie. Ansonsten, ja, Hexslash wollte ich nehmen, ist jetzt aber auch nicht giga geil. Inferno-Drache leider weg und Zek leider tot. Rengar 0-3 oben, Leute. 0-3, wir müssen jetzt mal ein bisschen Feuer geben. Hier kommt kein Tempo. So, wir haben jetzt Ultimate. Komm jetzt Brand und ich töte dich. Platten wären auch cool. Boah, ich bin so langsam wie ein Panzer, ey. Aber so tanky wie ein Fahrrad.
So, holen wir uns eine Platte oder roamen wir? Wir roamen. Wir gehen direkt Botlane. Komm, jetzt haben wir auch Schuhe. Das sind die Roaming-Schuhe. Allerdings weiß der Gegner wahrscheinlich, dass ich nach unten laufe. Oder sie gehen gerade shoppen. Wir können natürlich alternativ auch immer mal kurz in den Dschungel reinlunsen. Wobei der auch tanky wird jetzt, der Sion. Der Sion. Na, und jetzt warten wir einfach. Und entweder wir gehen nach unten. Oder wir gehen nach oben. So, Ezreal ist alleine. Ha. Ist killbar. Allerdings können wir vielleicht auch einfach Brand töten. Der hat jetzt allerdings ein bisschen Tankiness gekauft, der Brudi. Der Brudi. Ja, schwierig, schwierig, schwierig. Ezreal hat auch Ultimate. Also da könnte man vielleicht auch was machen. Mann, Leute! Ich kann ja nichts machen. So, jetzt komm ran jetzt auf den Meter. Okay, dein... Ja, irgendwie so richtig den Dill habe ich noch nicht gefunden. Ich glaube, ich muss nur Draktablade ready machen und auf ihn drauf. Ich glaube, da muss ich gar nichts machen. Ich muss gar nichts großartig machen. So, jetzt warten wir und eventuell folgt er uns oder wir gehen Botlane. Irgendwie sowas. Oh, er ist in der Mitte. Jetzt geht... Perfekt. Perfekt. Jetzt noch so ein Sechsprung. Perfekt. Per zum Fact. Da brauchen wir nicht mal Ultimaten. Ja, vielleicht doch. Ja, das Ignite war Overkill. Aber ich wollte nicht, dass der jetzt wieder überlebt. Ja, das wollte man nicht. Jetzt gönnen wir uns eine Platte. Ne? Aber den Brand, Leute. Brand, das ist ja auch der Grund, warum er nicht in der Mitte gespielt wird. Der ist einfach so gankbar. Den kannst du 100 Mal pro Sekunde ganken. Und das wurde bisher halt einfach nicht gemacht. Normalerweise hätte man Brand halt sehr schwer zu ganken. Mit seiner W. Aber Brand, und er war auch immer, stand er hier, ne? Den hätte man gerade mit Zack 12.000 Mal ganken können. So, das passt. So, ich würde sagen, wir gehen auch direkt das Geld umwandeln in Schwerter. Weil mehr Schwerter, größer, weniger Schwerter. Allerdings große Schwerter ungleich mehr Schwerter. So, naja, wir sind CDR. Nee, wir machen erstmal das. CDR kommt dann gleich. CDR ist schon wichtig, aber... Ja, ich weiß nicht, ich hasse es, wenn Ziele überleben mit so ein paar HP. So, wie viel CDR haben wir denn? 20er. Guck mal, dann kriegen wir gleich noch... Wir kriegen noch 5%, meine ich, durch Level. Wir kriegen dann noch Yomus. Dann sind wir bei 35. Und dann brauchen wir noch 10. Vielleicht einen Death Sudan Sound. Den können wir jetzt, glaube ich, jederzeit töten, actually. Wir müssen nur Ultimate haben. Und die hat ja... Wir müssen auch mal jetzt die Leute töten, die wir für die Ultimate brauchen, vor allem. Das wäre mal wichtig. Wen haben wir denn hier? Ezreal und Zed. Wie wäre es, wenn wir Zed töten? Let's go. Ezreal stirbt nämlich gerade schon. Ne, das ist Lux. Let's go. Sion unten. Eide, Eide. Mach doch nicht den Eide. Ja, ich bin unterwegs. Ich bin about. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Das ist genau der, den ich brauche. Go, go, go. Hat der schon seinen Power Punch raus? Ja, nein, vielleicht. Ich weiß es nicht. Perfekt. Und zack. Turbo Triple. Ja, diese Markierung ist neu, glaube ich. So, sehr gut. Jetzt haben wir... Jetzt haben wir... Ja, hier. Jetzt brauchen wir noch... Ezreal! Au, 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 au. Ich sterb noch nicht, ich sterb noch nicht, ich sterb noch nicht. Geh weg, gehen Sie bitte fort. Ich sterb noch nicht, ich sterb noch nicht. Ich sterb noch nicht. Ich sterb noch nicht. Ich lebe! Banane! Sehr gut, schön. Schön, 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 schön. Schön, schön, schön. Don't do this. You are not supposed to doing that. Geh weg. Geh weg! Don't die! Oh, er wird sterben. Er wird sterben. Guck mal, er macht sogar seine W viel zu in der Luft früh. Okay, er wird sterben. Ich sag euch, dass er stirbt. Wobei, Brand hat nicht mehr so viel Mana, aber er wird sterben. Der. Vor allem, Leute, merkt euch eins. Lauft niemals gegen Brand in einen Busch. Das ist Regel Nummer 1. Das ist wie bei Garen. Wenn du Face-Checks gegen Brand, bist du einfach tot. Du kriegst einen Stun-Up, eine Feuerwalze, die Ultimate, und dann war es das mit dir. So. Ja, Rengar, please stop dying. Das ist es nämlich. So, wir haben jetzt wieder 66 aktuell, Leute. Und da geht jetzt noch richtig CDR drauf. 66 Sekunden. Can I Blue, müssen wir mal fragen. Wir können jetzt direkt Botlane laufen. Wir sind ja mit der Botläufer. Nautilus ist leider nicht da, aber vielleicht ist das auch gut, weil dadurch die Botlane aggressiver spielt. Weil sie denken, hey, Nautilus ist nicht da, wir müssen da mehr machen. Möglich. Wir müssen aber auch so ein bisschen gucken, weil die sind gerade ein bisschen weg. Deswegen warten wir hier. Könnte sein, könnte sein. Können natürlich auch jederzeit wieder in die Mitte gehen, weil ich glaube, die gehen shoppen. Vielleicht trappen die aber auch unten. Ich warte nochmal hier. Könnte eine Trap sein. Könnte, könnte, könnte. Wahrscheinlich nicht. Gut, dann gehen wir jetzt den da töten. Der ist, müsste jetzt, mittlerweile müsste ich Brand super free. Ich muss eigentlich nur seinen Stun dodgen, das ist alles. Oder ich mach, ich lasse mich stun und töte ihn trotzdem. Das ist die Alternative. Guten Tag. Tschüss. Das war's nämlich. Der innere Stabile und Genuss Maidano. Hey, Doado. Schön, Dometa. Hier, was ist hier? Gau jetzt. Oh, was ist das? Sion? Der wird ja wohl nichts machen, oder? Was will er machen? Was will er machen? So, gut. Dann machen wir jetzt Yomus fertig. Welches CDR-Item? Wir brauchen noch ein einziges. 10%. Ich würde sagen,
folgendes. Wir bauen einfach CDR-Schuhe. Weil ich habe über Death Dance und so nachgedacht, aber ganz ehrlich, Black Cleaver ist auch nicht schlecht eigentlich gegen die, aber... Aber ich Black Cleaver baue Over, ich cap, Overcap ich in CDR, das ist ein bisschen meh. Jetzt habe ich zwar, Jumus wäre wahrscheinlich cooler gewesen jetzt zu bauen, stärker gewesen zu bauen, aber lasst uns ehrlich sein. Wir wollen die CDR hier, das ist ja unser Goal, ne? An eurer Stelle hätte ich jetzt Jumus gebaut lieber. Aber gut, wir haben uns entschieden, Top Lane, Rengar wieder tot. Können wir ihn töten? Ah, ich weiß nicht, du. Er hat halt Ninja-Darbys, er geht jetzt auch shoppen. Kann ich mir vielleicht Brand, können wir nochmal holen, Leute? Pass auf, den können wir jetzt ziemlich getten. Wir haben auch, wie gesagt, schon wieder Ultimate. Wir müssen allerdings noch Lux töten. Er hat auch gerade seine Spells benutzt. Later! Later! Was? Nee, den töte ich. Hehe! Hehehehe! Einer stabile Kunde, Neitosomoid. Herr damit! Mist. Gut, sollen wir mal Midlane pushen, ein bisschen den Tower, ein bisschen Drucki machen? Drucki, Drucki. Machen wir jetzt Jomos? Ja, wir brauchen halt schon irgendwas gegen Tanks. Rune King wäre vielleicht eine coole Idee. Ich glaube, wir kaufen einfach, ganz ehrlich, Leute, wir kaufen einfach den Flat Armor Pen Bogen. Das ist eine beste Idee. Das ist sogar eigentlich besser als Black Cleaver, wenn wir ehrlich sind. Black Cleaver ist nur so gut, weil es so viel CDR hat, aber wir haben eh schon so viel CDR jetzt. Weil, ja, Black Cleaver braucht halt voll lange, bis drauf ist. Und bei Armor Pen knallt es halt sofort, ne? So, machen wir jetzt direkt Jomos fertig und dann gehen wir für. Entweder Straight Armor Pen oder vielleicht sogar noch. Ja, Rune King können wir zusätzlich auch machen. So schlecht ist Rune King nicht. Oder nochmal ein Lidality-Item. Ne? Können wir mal gucken, wie wir das machen. Ich glaube aber Armor Pen direkt. Weil du willst im Prinzip auch die Armor Pen haben, bevor der Gegner die Rüstung kauft. Das heißt, die fangen jetzt richtig an, Rüstung zu bauen. Und wenn ich jetzt sofort mein Armor Pen-Item habe und dann bauen die Rüstung, ist natürlich. Es ist stellt euch vor, euer Gegner hat einen Void Staff und ihr baut Magieresistenz. Wie eklig das ist. Ihr baut Magieresistenz in einen Voidstaff hinein. Das heißt, wenn ihr sagt, okay, ich kaufe jetzt einen Magiemantel, der mir 20 gibt, 25, dann gibt ihr euch nicht 25, sondern nur so 14 oder so. Das ist halt nicht so geil. So, den können wir eigentlich jederzeit töten. Und der hat gerade keinen Stopwatch. Oder hatte der eine Stopwatch? Der hatte doch eine Stopwatch. Oder wartet der in Sonja schon? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wir finden es einfach raus, oder? Oder wir töten einfach jetzt mal wen anders. Der ist eh 03, der Knecht. Hier, wie wär's mit, wen habe ich jetzt? Ezreal noch. Da könnte Brand sein. Gut, 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 was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Guten Tag. Der ist, glaube ich, tot. Der ist tot, ja. Oh, was ist denn hier los? Der ist auch tot. Guten Tag. Guten Abend! So, wir sind 8-0, das ist okay. Da ist noch ein Brandorino. Vielleicht können wir den von unten abchasen, wenn er überlebt, vorausgesetzt. Guten Abend! So, jetzt sind wir ziemlich fetti Spaghetti. Frage ist jetzt, bauen wir? Wir wollen uns mal den hier. Wir müssen natürlich gucken, als Set muss man das Spiel beenden, ne? Das ist wichtig. Nach vorne treiben. Und wir brauchen immer noch Ezreal, Leute. Das ist jetzt unser nächstes Goal. Wir holen jetzt Ezreal. Kann ich bitte nicht sterben? Cool. Wir gönnen jetzt Ezreal. Naja, Blue Buff ist sehr cool, weil wir jetzt, guckt euch, wir haben jetzt plus 17 Energie. Wie viel hatten wir vorher? Plus 10? Ich glaube plus 10, ne? So, jetzt haben wir Armor Pen. Dadurch ist jegliche Rüstung, die gekauft wird vom Gegner, ziemlich scheiße schon mal. Das ist cool. Wie viel sind das? 15 oder so. 20. 20 ist schon cool. Können wir auf 35 bringen. 35, ja. Gut. Also, ja. Was ist der Plan? Ezreal. Nur Ezreal. Just Ezrealing. Was hat der? Nichts. Cool. Wir werden ihn jetzt einfach ins Gesicht springen und ihn umbringen. Lux wäre auch cool, aber na komm, let's go, Leute. Tschüss. Legendario. Ja, get. Schön. Gewöhnt ihr euch das eigentlich auch an jetzt, dass wenn eure Freundin, euer Freund oder irgendwer kommt, hat zum Beispiel von McDonald's was mitgebracht und ihr dann so, schön. richtig schön. Ja, weiß nicht, aber wäre cool. So, was geht hier unten? Ja, komm, ich glaube, der Dill ist hier gleich durch, Leute. Edasendoria. Ich bin hier aber auch richtig die Mann. Das liegt vielleicht auch an der CDR, weil, Leute, es ist ja nicht nur die Ult. Wir können alle Spells öfter benutzen, ne? Hier. Ah, ich wollte ihn gerade ulten. Na gut. Ich kann auch öfters wehen. Hier, 11 Sekunden. Wie viel haben wir jetzt? 45%? Ich kann Ultimate hat auf Stufe 25 Sekunden Ultimate, wenn wir Stufe 16 wären. Sind. Und jetzt. Oh, shit. Ja, Mist. Okay, ich komme. Au.
Ne, jetzt können wir wieder ultimaten. Ne? Also, Leute. Leute, Leute, Leute. Und jetzt 25 Sekunden. Also, aktuell sind es 37, aber bald sind es 35. Wie sahnig ist Ditte denn, bitte? Ditte, Benne, bitte. Bitte, Ditte, Ditte. So, jetzt haben wir eigentlich... Oh, guck mal, jetzt können wir gleich direkt wieder ulten hier. 20 Sekunden. Weil wir ja immer ultene Tobi sind. Der Ultra... Ultra Z. So ungefähr. So vielleicht. Ja, ich muss warten. 10 Sekunden, Leute. Könnten sie vielleicht auch so töten, aber lass mal schon aufwarten. So, wir müssen nur ihr Binding dodgen, was sie gerade eben benutzt hat. Wir können sie einfach so töten. Guten Tag. Gut, dann machen wir jetzt Game vorantreiben, Leute. Machen wir mal hier den Turm. Den Le-Türm. Was kaufen wir jetzt? Ich würde sagen, ja, Rune King, weiß ich nicht. Habt ihr irgendwie coole Ideen? Dann jetzt in die Kommentare schreiben. Da kann ich mir jetzt direkt kaufen. Den kriegen wir doch vorher weg. Wer ist das überhaupt? Den töten wir einfach, oder? Oh shit, das war nicht gut, weil sie hat ihn aus meinen Qs geworfen. Also Foxy. Da, ja, hätte, ich glaube, es hätte gereicht. Da haben wir uns ein bisschen misplayed, so. Unglücklicherweise. Geh ich mal eben choppen. Gehen wir mal... Oh, Sanguine Blade vielleicht. Wäre auch nicht ganz bad. Hm, mal gucken. So, Armor Pen ist da. Ich glaube, Rune King wäre cool. Gegen diese Tanks vor allem. Wäre so das Beste, was ich hier gerade machen kann. I think. Dann haben wir noch ein bisschen Lifesteal dabei. Damals war Rune King Core-Item. Hat man es immer benutzt, weil Rune King natürlich in die Ultimate reingeprügelt werden kann. Wir haben halt keine... Oh, wir Erdrachen. Erdrachen, oh Gott. Mit Erdrachen, Alter. 22 Sekunden, Ultimate. Das ist wie bei Talon Z. 22, Leute. Und wenn wir noch ein paar Erdrachen kriegen, da geht auf 20, kommen wir noch. Dass die Gegner nicht aufgeben, finde ich aber auch echt mutig von denen. Finde ich, feiere ich. So kann ich noch ein paar Erdrachen sammeln. Komm, wir checken mal ab. Ich will aber nicht sterben, Leute. Oh boy, so gefährlich. Nee, machen wir nicht. Machen wir nicht. Wird nicht gemacht. Leute, Drache. Ganz wichtig. 3 Minuten. Prepare. So, kann ich ihn töten? Wir haben Armor Pen, aber keinen Cleaver. Aber eigentlich... Oh, ein bisschen aufpassen. Ich will nicht sterben. Don't die. Ich muss nur E machen. Dann kann ich wehen. Ja, nice, nice, nice. Ich habe halt keine Energie gerade. Deswegen gehe ich auch nicht drauf. Aber er ist relativ papierlastig. Aber... Naja, ich würde lieber Brand oder so töten. Hier ein Ward. Ein Ward. Wir können natürlich, wir müssen jetzt, wenn wir wirklich das Game gewinnen wollen, was ja grundsätzlich die Absicht ist, sollten wir Botlane oder Türme halt pushen. Botlane Tower. Da ist Mr. Zion. Da ist Israel. Guten Abend! Bletch. Bletch, Bletch, Bletch. Hat er sich so gedacht? Gedacht, hat er so? I'm actually not as useful as that, would you mind? To carry me in your backpack? Yes, but please be fluffy and it makes 1 pound and 50 cent. Und noch ein paar Lire. So, wir haben Ultimate. Ich bin ready for takeoff. Let's go. Guten Tag. Tschüss. Le Machine. So, Drache, Leute. Ich will, ja, jetzt können wir den Tower pushen. Das ist gut. Das ist guti, 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 guti. Wir wollen nicht sterben, Leute. Das ist das Goal. Don't die. Don't die. Ich lasse ihr mal den Farm. Ich brauche den eh nicht. Bin jetzt auch gleich Fullbuild. Nee, da fehlt noch ein bisschen. Dafür, dass ich 17 Kills habe, bin ich gar nicht Fullbuild. Aber wir haben wieder Ultimate, Leute. Wir können einfach immer ulten. Immer. All time over. Komm her. Bin unterwegs. Bin unterwegs. Hab Ultimate. Hab Bock. Swebo! Hallo? Ach so. Legendary und Ultimate. Oh. Oh. No! Weide! Weide! Weide, 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 weide. Can I Red haben? Ich würde gerne. Ich frag ihn mal. Can I Red? Also, ich würde ihn mir sowieso nehmen, aber ich frag ihn mal und wenn er jetzt ja sagt, dann fühle ich mich besser. Oder so, keine Ahnung. Oder er killt mich jetzt. Oder er smitet ihn jetzt. Boah, okay. Sehr gut. Er hat nicht geantwortet. Das ist so, wenn du fragst, ja, darf ich dir was schicken? Und dann kommt das Dickpick hinterher. Da haben wir jetzt auch direkt Rune King perfekt abgepasst. So, und jetzt letztes Item, Leute. Wir könnten natürlich ein GA kaufen, damit wir einfach die 0 Tode halten. Was haben die denn? Die haben ein bisschen Magic Damage. Eine QSS wäre vielleicht nett, weil die haben 2 Leute, die stunnen können. 3 sogar. Mm, aber ich glaube, GA oder Stopwatch wäre hier ein cooler Dill. So, Drache, Leute. Das ist mir sehr wichtig. I need. I want. I take. I like. Ein schönen Eyeliner. Eyeliker. Guten Tag. Corona das.
Brenn. Ha! Rune King and to burn. Burn! Shit. Okay, aber ich will auch den Drachen. Ist mir egal, Leute. Lass uns Drachen holen. 07 Brand. It is. Der wird nie wieder Brand spielen und sagen, Riot hat nicht genug gebufft. Leute, den müssen wir haben. Das ist nur ein Zed, ja? Wer ist denn? Ach, Zek ist unser Jungler. Also, wir haben Zek, Zed und Zed. Und Zek. Zek, Zek und Zed. What is that? Zek, Zed. Leute, ich will mal nur mal einen kleinen Damage-Check. Nur ein Damage-Check, ein kleiner. Ich habe keine Energie, shit. Ja, es war, naja, dafür, dass, naja, dafür, dass ich nur eine Q getroffen habe und die Hälfte der Zeit keine Energie hatte und alles war es okay. So, Ultimate Cooldown. 18 Sekunden. Und wir können noch einen Erdrache bekommen. 18, Leute. Also auf 16, 18. Wir sind ja gleich 16. 18. Stellt euch vor, Z-Ultimate. 18 Sekunden. Imagine Dead und Imagine Dragons. Was würden die Imagine Dragons dazu sagen? 18 Sekunden. Hä, hatte ich gerade. Hab ich. Hä? Ich wollte doch Stopwatch kaufen, aber. Ne, das Ding gibt nur 80 oder so, ne? 60. Ja, okay, ne, dann passt. My Comeback. Ja, jetzt kommt er zurück, wo die Gegner alle 08. Ne, alle nicht, aber wir kriegen schon ziemlich auf die Mütze. 18 Sekunden, Alter. Also ja. Also ja. Nächste Drache wird wahrscheinlich nichts werden, aber. Wie viel ist das jetzt runtergegangen? Um 4 Sekunden. Circa. Das heißt, mit 3 Drachen hätten wir circa 13 Sekunden Ultimate Cooldown. 13. Das ist weniger als 18. Aber mehr als 12. Er hat halt immer sein scheiß Stopwatch-Glas. Ah, zu früh. Ich will raus. Ich bin hier raus. Naja, ich töte ihn nur eben. Okay, ich bin hier raus. Ich bin hier raus. Don't do that. Gehen Sie bitte fort. Da habe ich zu früh. Da gibt es irgendwo einen Timer, wie lange Stundenglas geht. Also ich meine so. Irgendwo ein Buff, der abläuft? Nee, ne? Can I? Thanks schreiben wir. Wobei, nee, den nehme ich so. Ja, ich meine, okay, schadet ja nicht. Ein Thanks schadet nicht, Leute. Einfach mal ein Thanks schreiben. Thanks. Naja, okay. Also vielleicht nehme ich zurück. Vielleicht schadet ein Thanks doch. Ich nehme alles zurück. Shit. So, wir haben Ultimate. Wir können das einfach mal just for fun machen. Und go. Und da bin ich raus. Und er kriegt ordentlich auf die Mütze. Und tot ist er. Und er denkt, er wäre unsterblich. Ist er nicht. Ist er nicht. Brenn. Burn. Okay. Burn. Was ist das hier? Sion? Guck mal, wir können auch halt richtig auf wehen, ne? Das ist auch nicht schlecht. Und Qs machen und alles. Das hat alles wenig Cooldown. Das ist nicht verkehrt. Und jetzt können wir wieder W drücken. Das ist nicht ver... War da? Nee, no, nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Jetzt ulten wir den. Können wir auch mal... No! Er hat mich getötet. Wirklich? 20-1? No! 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 20-1. 5 Assists einfach nur. No! Von der Leiche getötet worden. Mein Kryptonit. No! Ich dachte, mit Ult wäre ich safe. Ich würde ja gerne auch mal ausprobieren, aber da müssen wir mal gucken, welchen Chat man da spielen könnte. Die blaue CDR, ich weiß nicht, ob das überhaupt Sinn macht, aber die blaue Rune, die CDR in Damage umwandelt und dann ganz viele CDR-Items kaufen. Ja, wobei, das macht man eigentlich immer, naja, man, also ja, klar. Gut, so, die Gegner sind aber immer noch am Kämpfen, verstehe ich nicht, ich verstehe das nicht, das finde ich gut. Warum sind meine Teams nie so? Können wir den nächsten Drachen vielleicht getten? Und wir sind jetzt gleich Level 16, machen die Baron? Nee, machen die nicht. Can I red? Da ist ein Lux. Ich will Lux. Ich will. Hat die schon Glas? Hat sie. Aber die können wir. Die hat vielleicht noch cool. Dann mach noch dein Wurbelding. Dein Teiler. Ja, perfekt. Good luck. Die hat noch. Die hat noch. Stopwatch? Nee. Okay, dann holen wir uns jetzt. So, wir sind 16. Wuhu! 18 Sekunden. Nice. Drache kommt auch gleich. Get Drake. I want. I like. I take. I do, I make. Okay. Irgendwie ist mein Team nicht so gesprächig. Meinte, die halten mich für komplett retarded oder nur ein bisschen?
So, ich hab wieder Ult, bin da, hab Bock. Hab Ult, bin da, hab Bock. Das ist Sion, der Jungle. Der muss sterben. Hier ist noch ein Wardney. Ein Wardney. Z-Positioning ist natürlich ganz wichtig, Leute. Wir müssen von hinten ran. Ne? Wie beim Sex. Deswegen. Hier so. Das ist jetzt so das perfekte Z-Spot. Solange die Gegner. Ich bräuchte hier einen Ward. Eigentlich muss ich Sion töten, aber ich. Ja, Sion. Guten Tag! Z-Positioning in einer Nussschale. Der Drache ist weg! No! 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 Töte ich den? Ah, ich hab noch Rune King. Ja, ich weiß nicht. Ja, so ein bisschen. Ich nerv ihn auf jeden Fall. No! No! Guck mal, wir können wiederholen. Gerade er ist geultet. Oh man, no. Wir wären auf 13 Sekunden gekommen, Leute. Das kann ich jetzt auch in den Titel reinschreiben. Das hätten wir geschafft. Er hat gecheatet. 13 Sekunden Z-Ultimate. Hätte geklappt. Ja, unglücklich. Unglücklich. Ja, aber dafür, ich habe mich halt für den Win entschieden, Leute. Ich hätte mich auch für den Drachen entscheiden können. Ich bin aber ein Teamspieler und deswegen wollte ich den Win hier nehmen. Schade. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Auf Wiedersehen und bis dann, Antenne. Tschüssikowski. Ihr kleinen Zuckersterne.